bist eine Stufe aufgestiegen. Drücke K zum Öffnen des Fähigkeitenmenüs und verteile deine erhaltenen Fähigkeitenpunkte durch Klicken auf die Plus-Minus-Symbole neben den Fähigkeiten und verbessere so deinen Charakter. Tag! Loktar Ogar. Ne, es ist, ja, anderes Spiel. Ah, ja. Kampfgeist. Ausfallattacke. Eine Ausfallattacke überbrückt automatisch Distanzen zum Gegner, die zu weit weg sind für einen normalen Schlag. Klingt interessant. Disziplin, kunstvolle Kombination. Lasse auf einen Nahkampfangriff exakt dann einen weiteren folgen, wenn deine Waffe aufleuchtet, um eine kunstvolle Kombination auszuführen. Jeder einzelne Schlag benötigt 6 Ausdauer. Zweihandkombinationen bestehen aus weniger Schlägen als Einhandkombinationen. Okay, Vitalität können wir noch nicht machen, genau. Präzision, Adlerauge. Zoome näher an den Feind beim Aufziehen eines Bogenschusses. Nicht schlecht, haben wir aber im Moment eh noch nicht. Heimlichkeit geht noch nicht, so mehr geht im Moment noch nicht. Wir haben 3 Fähigkeitspunkte, das heißt, ich könnte einen auf Kampfgeist setzen. Ich könnte auch jetzt erstmal auf alles drei einsetzen. Dann haben wir doch was. Dann haben wir doch ein bisschen verteilt. Du hast nicht genügend Fähigkeitspunkte. Ja, ich weiß. Das heißt, ich kann jetzt eine Ausfallattacke, kunstvolle Kombination und ich kann näher ranzoomen, wenn ich einen Bogen habe, wenn ich einen Bogen hätte. Entschuldigung, ich speichere einfach einmal kurz. Ich bin das dazu gewohnt, bevor irgendwann Enos mit dir. plötzlich irgendwas abstürzt oder irgendwas ist und der ganze Spielstand wieder futsch ist. So, interessant. Hier ist eine Truhe. Darf man die öffnen? Kochrezept für gegrilltes Fleisch. Eine Fackel. Die Fischierfrucht. Melgans Augen. Haben wir nicht gerade Melgans Dolch geholt, oder? Interessant. Eine eigene Frucht nach ihm benannt. Das hat sich jetzt gereimt und sollte es eigentlich gar nicht, ne? Also jetzt nicht denken, das wäre Absicht gewesen. Oh, Pfeil. Hanfbandagen? Hey, ja, ich habe erst Hanfplantage gelesen. Aber dachte mir doch gleich, das kann ja nicht sein. Ganz einfach, Hanfplantagen kann man ja nicht einfach so im Inventar mit sich rumführen, ne? Also die ein oder andere Hanfplantage wird es hier mit Sicherheit auch irgendwo geben. Das kann man nicht mitnehmen. Hier geht's noch irgendwo hin. Hier ist noch eine Kiste. Amulett der Zähigkeit. Weitere Hanfplantagen. Das Amulett der Zähigkeit direkt angelegt. Gucken, und ich denke mal, Zweihandwaffe ist die Heugabel. Dann wird man mit Sicherheit nicht, genau, den Schild natürlich dann nicht benutzen dürfen. War nicht letztendlich benutzen können. Logischerweise. So, Fernkampfwaffen, das heißt die Pfeile. Na gut, bringt mir eh nichts dann so. Die Bandagen lege ich mal nach dorthin, wobei im Moment braucht man die eh noch nicht so wirklich. Ich lege mir mal alles, was Nahrung ist, nach hinten hin. Beziehungsweise gerade so Heiltränke, damit ich da nicht aus Versehen draufklicke. So, wir haben den Torschlüssel, wir haben Kochrezepte. Könnte man eigentlich, wo man hier ist, bevor ich jetzt weiterziehe, mal eben nach einer Feuerstelle Ausschau halten? Sei gegrüßt. Ah, der Schmied. Ja, du hast zwar nichts, was du brennen kannst, aber tust es trotzdem einfach mal rein, ne? Du hast auch nichts zum. Eigentlich nichts zum Benutzen des Ambosses dabei, aber völlig egal. Der Schmied. Hey, Halven, wie geht's? Ich bin ein bisschen beunruhigt. Wegen dem Schiff, das ich vorhin am Horizont Wegen gesehen des habe. Schiffes. Nicht wahr? Aber Was das glaubst Schiff du, ist habe ich das auch für schon ein Schiff? bemerkt. Ein Ein Geisterschiff. metallisches Kriegsschiff? Ich hoffe es nicht.
Aber es könnte ja sein. Sag mal, weißt du, ob Knut auch um Ivys Hand angehalten hat? Keine Ahnung. Wie kommst du drauf? Jemand hat Galvachöl in Melgans Grab angezündet, um die Mallrats nach draußen zu treiben. Mein Bauch sagt mir, dass es Knut war. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Kannst du dich mal umhören? Kannst du dich mal umhören? Ich wüsste zu gern, ob mein Verdacht stimmt. Klar, keine Frage. Ja, komm einfach später wieder, werde ich tun. Oh, ich denke mal... Das war jetzt nur, weil er irgendwas... Ja, gut, weil er irgendwas schleift, ne? Ich denke mal, alles, was leuchtet, dürfen wir ruhig mitnehmen. Die Kiste werde ich jetzt nicht öffnen. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass dann, man wieder angegriffen wird. Vielleicht eine Sichel, kann man die mitnehmen? Nein. Nämlich die Kräuter hier noch, auch nicht. So, die Feuerstelle habe ich jetzt auch noch nicht gefunden. Irgendwas. Da ist Licht, da ist Feuer. Ich möchte mal kurz... Na gut, ich will wahrscheinlich jetzt hier auch nicht gerade gehen. Ich möchte eigentlich mal eben kurz Fleisch braten oder so. Falls das hier genauso geht. Ich wollte euch belauschen, habe aber nicht alles gehört. Was will mein Vater jetzt? Er hat mir den Schlüssel gegeben, den du mir sonst immer aus seinem Nachttisch klaust. Warum? Ich soll Diego von der Insel vertreiben. Das Diego? Wird aber schwierig. Ich red mal mit Diego. Vielleicht fällt ihm was ein. Diego? Ist das der aus... Gothic 3? Gut, werden wir gleich sehen. Kann das der Diego sein? Mal eben noch nach hier abbiegen. Ja, bringt's auch voll. Diese kleine Steinwand, super. Ne, hier baut man sich so Palisaden auf. Spitze Palisaden, Tore, da oben ein Turm. Und dann hat man hier, ich meine, zum einen können Gegner hier einfach runterspringen. Und hier einfach so ein kleines Mäuerchen. Also wenn ihr demnächst überfallen werdet, wundert euch nicht, Leute. Ich glaube, noch einfacher. Nein, ich will mich nicht hinsetzen. Steh auf, Junge. Okay, was ich genau jetzt da aufgesammelt habe, weiß ich gar nicht. In der Aufnahme nachher wird man es wahrscheinlich ja dann sehen können. Oh. Ey, sag mal, ich stand doch vor der Truhe, Junge. Aufstehen hier. Ich stehe vor der Truhe. E zum Benutzen, ja, geht doch. Sehr schön. Erstmal ein bisschen alles hier mitnehmen. Die Kerze kann man nicht mitnehmen. Das Buch auch nicht. Ist der jetzt echt da gerade runtergesprungen? Naja. Ich kenn's ja nicht anders von ihm mittlerweile. So. Lass das Tor ruhig offen. Aber, naja, wie gesagt, ne, ob man das Tor da hat oder nicht, ist eigentlich eh egal, wenn man außen rumlaufen kann. Nochmal einmal jetzt so an sich. Die Umgebung gefällt mir extrem gut gerade. Auch hier der Wasserfall. Ich persönlich finde es auch ein bisschen heller als bei den anderen Gothic-Teilen. Vielleicht vertue ich mich da jetzt auch. Es ist schon ein paar Jährchen her. Da ist er ja. Bist du der gleiche von damals? Nein, ne? Da bist du ja wieder, mein Freund. Scheint nicht so zu sein. Was machen die blauen Flecken? Außer wenn er extrem gealtert ist. Na dann, willst du wieder trainieren? Würde ich. Oder könnte doch sein, natürlich. Was aber? Ich hab den nur anders in Erinnerung. Oder ich vertausche gerade den Namen. Groma hat mir befohlen, dich von der Insel zu vertreiben und ihm als Beweis deinen Säbel zu bringen. Tatsächlich? Wie kommt er dazu? Es ist eine Prüfung, weil ich Ivy heiraten will. Dann hast du ein Problem.
Scheint so. Was machen wir jetzt? Ich muss sowieso bald zurück nach Argan. Zeig mir, dass du was gelernt hast, dann gebe ich dir meine alte, schartige Machete für Groma. Weißt du, warum Groma dich loswerden will? Kämpfen erst danach, erst reden. Er hat Schulden bei mir. Wahrscheinlich das. Oder er wollte, dass du die Prüfung auf keinen Fall bestehst. Wird Groma den Trick mit der... Ach was, der war noch nie selbst hier. Schickt immer nur Oruk, seinen Diener, um Sachen von mir zu kaufen. Ja, ja. Dann lass uns kämpfen. So, mit R kann man eine direkte Maustaste zum Blocken. Na hier, Diego, nimm das. Komm her, komm. Jawohl. Treffen muss man schon können, Junge. Hau doch ab, Junge, hallo. Ja. Das wollte ich gerade machen, genau das. Das war einfach. Nicht schlecht. Ich gebe auf. Du wirst langsam alt. Ja. Gibst du mir jetzt die Machete? Sachte, sachte, mein Freund. Erst zeigst du mir noch, dass du auch gegen jemanden bestehst, der es nicht gut mit dir meint. Okay. Gegen wen soll ich kämpfen? Wenn du dem Weg hier in Richtung Meer folgst, kommst du zu meinem Boot. Dort treiben sich ein paar Goblins rum. Die hauen immer ab, wenn ich komme. Und ich bin zu faul, ihnen nachzulaufen. Erledige sie für mich. Dann bekommst du die Machete. Ja, kein Problem. Absolut kein Problem. Mit so ein paar Goblins bin ich bis jetzt noch immer fertig geworden hier. Also, wieder einmal hier überall rumschauen. So. Was mir gerade ein bisschen fehlt, eigentlich sind so die Wölfe, Stachelschweine und was auch immer alles so bei den anderen Teilen so rumgelaufen ist. Gut, es war auch immer etwas nervig, alle paar Meter gegen irgendein Tier antreten zu müssen. Aber vielleicht kommt das noch, vielleicht wollen die einen nicht gleich erschrecken. Dann erstmal ein bisschen rumlaufen lassen, ein bisschen erkunden lassen. Ich laufe erstmal hier rum. Meeresschildkröte, okay. Die bleibt natürlich am Leben. Dort steht etwas. Ist wieder in so einem Trank. Almas Bestes. Hier kann man nicht durch. Hier rutscht man automatisch zurück. Klar. Ist ja auch ziemlich glatt wegen der Algen. Ne? Ist ja logisch. Hier geht es automatisch nicht weiter. Hier ist auch eine Glaswand mitten im Wasser. Ist die tot? Ah, die ist tot. Kleine Perle und zartes Fleisch. So, Goblins, dann kommt er. Batz! Jawohl, hier. Na, hier sieht man übrigens gerade sehr schön diesen Überbrückungsschlag, ne? Wenn man näher rangeht, dass er so ein bisschen nach vorne springt. Diesen. Zack. Ja, weißt du was? Blocken kann ich auch. Na gut, wenn du nicht triffst, ist Blocken egal. Okay, das bringt natürlich trotzdem Schaden. Zack, zack, zack. Ist auch der Häuptling, der kann natürlich mehr. Rune der vier Winde. Diese Rune erlaubt es einem, sich für kurze Zeit schneller fortzubewegen. Gold. Gold. So. Oh. Verdammt, jetzt habe ich einmal zu viel draufgeklickt. Es war aber, glaube ich, nur Gold drin. Die Truhe kann man nicht öffnen. Hier ist auch nichts.
Und wo genau möchte er gleich mit diesem kleinen Boot hin? Das ist ja nicht seetauglich, ne? Also, ich würde vorschlagen, er baut sich ein richtiges Boot, bevor er hier losfährt. Der Diego. So, erstmal wieder zurückgehen und... wo ist er abgeblieben? Da. Ja, er versteckt sich im Busch, ne? Ja. Ich hab die Goblins erwischt. Sie sind tot. Jetzt, mein Freund, hast du bewiesen, dass du was gelernt hast. Ach komm, das hätte doch fast jeder hinbekommen. Halvin hat heute Morgen ein Schiff am Horizont gesehen. Meinst du, das sind die Myrtaner? Das kann schon sein. Glaubst du, sie werden uns angreifen? Dafür ist eure Insel viel zu klein und unbedeutend. Sie werden auf dem Weg zu irgendeinem Ziel auf Argan sein. Dort tobt schließlich der Krieg. Was kannst du mir über den Krieg auf Argan erzählen? Nun, mein Freund, als ich das letzte Mal auf Argan war, Aeson der Sechste hält seine Stadt. Aber keiner weiß, wie lange er sich noch gegen die Myrtaner behaupten kann. Ist Zetarif der einzige Ort, an dem gekämpft wird? Nein, die Myrtaner haben ein zweites Heer in die Schlucht von Sornjara entsandt. Lord Garvan, der Bruder von Aeson dem Sechsten, verteidigt die Schlucht. Und auch dort wird gekämpft. Was für ein Mann ist Robert der Dritte? Früher, da war er ein großer Held, der auf der Seite Innos gegen die Avatare Belias gekämpft hat. Heute ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Eine Krankheit hat ihn befallen und seine Seele verfinstert. Weißt du, was für eine Krankheit er hat? Nein, ich musste den König verlassen, kurz nachdem sie ausgebrochen ist. Den König verlassen? Heißt das, du warst einer seiner Krieger? Sein Berater. Was? Mhm. Du warst der Berater von Robert dem Dritten? Wie kam es dazu? Und warum hast du den König verlassen? Das, mein Freund, ist eine lange Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir eines Tages. Genau. Später. Nicht heute. Das ist gut. Dann gibst du mir die Machete? Ja, hier ist sie. Grüß Gott. Ach nein, du hast mich ja von der Insel vertrieben. Ja, wieder sehr... Was war das denn gerade? Okay. Wieder sehr interessant, dass sich die Münder nicht so bewegen, wie sie eigentlich gerade reden. Aber auch das ist ja bekannt aus alten Teilen. Da vorne wächst wieder irgendeine heilende Pflanze. Erkennt man an den leuchtenden Schmetterlingen, die sofort verschwinden, sobald man die Pflanze einsammelt. Da kommt ein Goblin angerannt. Das war jetzt mal schön überraschend. Das war mal gut. Hier, zack. Das hört mich eh nicht. Denn ist auch nicht. Denn gibt es wahrscheinlich noch mehr davon. Da ist noch einer. Jetzt wird's interessant hier. Jetzt wird's interessant, Leute. Ja. Genau. Zack, zack, zack. Oh, scheiße. Aber das reicht schon noch locker aus. Ich werde dafür keine Bandage verwenden, denke ich mal, sondern eher mir ein paar Äpfel reinziehen. Die findet man doch eh an jeder zweiten Ecke. Zumindest bis jetzt. Ich hoffe, dass das dann auch so bleibt. So, bitte hinter dir wieder abschließen, ne, Junge? Nein, kann nicht. Ah, da bist du ja. Hey, Ivy. Das Schiff kommt näher. Oder täuscht das nur? Ist das ein Grafikfehler oder kommt das Schiff echt näher? Jetzt ist wieder weg. Gerade war das so groß und man konnte die Details auf dem Segel erkennen.